Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir uns hier in den Katakomben von Karthus ein wenig umgesehen und sind hier über diese, naja, etwas lavede Hängebrücke gerannt. Haben sie kaputt gemacht, das ist so ein bisschen der Trick bei der Sache, damit man nicht von 1000 Skeletten verfolgt wird. Ich sagte ja noch am Anfang, ja, Vorsicht, da könnten noch Skelette auferstehen, dass die dann alle auf einmal kommen, war ein bisschen überraschend. Ich war aber irgendwie vorgewarnt von meinem Kumpel und habe jetzt die Brücke mal kaputt gemacht und bin hier unten nochmal runtergeklettert und hier gibt es einen Feuerdämon. Ich weiß nicht, was es mit dieser Nachricht auf sich hat. Skelettköder. Ich weiß nur, dass da unten dieser Feuerdämon ist und dass der mich bestimmt gern tot sehen will. Was tust du da? Hä? Ups. Ich bin gefallen. Lalala. So, ja, ich habe jetzt so das Gefühl. Ist hier irgendwas? Nee. Dass ich irgendwas falsch mache. Alter! Da ist ein Skelett! Verdammt, das ist scheiße! Verdammt, da ist noch ein Skelett. Geh doch mal weg. Ach Gottchen, ey. Hat er die getötet? Das wäre ja nett, aber, hat er? Komm mal her, Kollege. Wir machen dich erstmal platt und dann machen wir den Feuerdämon platt, okay? Also wenn der das mit den Feuerschießen macht, das finde ich ein bisschen gemein. Der hat auch schon gut Schaden bekommen jetzt. Oh, da kämpft gegen die Skelette. Ist ja cool. Ich schätze mal, dass ich mit meiner Kältewaffe ganz guten Schaden machen könnte. Ich weiß es allerdings nicht ganz genau. Was macht denn der da? Feuer! Der hat mich irgendwie nicht getroffen. Keine Ahnung warum. Komm schon, Kollege. Oh, der rastet wieder weg gegen die Skelette aus. Ist ja krass. Das meinen die bestimmt mit Skelettköder. Hä? Der trifft mich nicht. Komm schon. Okay, den hätten wir. Ja, nicht auf mich drauf, du alter Sack. Seele eines Dämons, sehr schön. Okay, ich muss euch jetzt ehrlich sagen, das war viel zu leicht, oder? Huiuiui, aber okay, warum denn nicht? Ah, hier unten liegen Items, juhu. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dieses Eisschwert hier habe. Das ist vielleicht gegen einen Feuerdämon auf jeden Fall eine gute Sache. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Oder ich habe einfach Glück gehabt, weil die Skelette mitgekämpft haben. Oder ich hatte einfach Glück, weil ich Glück hatte. Huhuhu. Irgendwas davon wird es schon sein. So, gibt's hier noch irgendwas? Oder hätte ich vielleicht von oben draufballern können? Da ist eine Truhe. Ist das eine Mimiktruhe? Wie war das mit der Kette? Ich kann mir das einfach nie merken. Ich hab's gewusst. Du kleiner Pisser. Du stehst erstmal übrigens in der Wand drin oben. Ich weiß, dir das noch nicht aufgefallen ist. Dass die aber auch so viel aushalten müssen, diese Scheißteile. Das war wieder. Ich habe mir das aber auch nicht gemerkt, wie die Kette jetzt aussah, ne? Ich hätte das vielleicht mal genauer angucken sollen. Noch ein paar Schläge, dann haben wir ihn. Okay, das war's. Sehr schön. Du armes kleines Ding. Es tut mir so leid. Schwarzklinge. Geil, die will ich mal anlegen. Schwarzklinge, okay. Moment. Hier. Ist auch wieder so ein Katana, ne? Kann ich gar nicht benutzen. Doch, aber es. Ach doch, ich kann es benutzen. Ach nee, ich brauche 18 Stärke. Und es ist irgendwie, naja, ein bisschen schwach. Egal. Wir haben unser wunderbares Ifril-Schwert oder wie das Ding heißt. Ifril, ja, ich glaube. So, gut, wir haben also den Feuerdämon problemlos platt gemacht. Das freut mich ein bisschen. Überrascht mich umso mehr, habe ich ja schon gesagt, aber schön, schön. So, hier unten gibt es noch ein paar Items, wie es aussieht. Da würde ich jetzt gerne mal nachschauen. Ich weiß nicht, ob es hier dann noch irgendwie weitergeht. Das könnte ja durchaus sein, ne? Was steht da? Vorsicht vor feindliche Horde. Ernsthaft? Wirklich? Wo denn? Ich habe was gehört, aber ich habe nichts gesehen. Hallo? Okay, die halten ja nicht viel aus. Vorsicht vor feindlicher Horde. Ach, die stehen hier auf. Okay, alles klar. Der ist auch wieder da, der erste hier. Das finde ich ein bisschen mies, dass ich die alle zweimal platt machen muss. Ui. Das war aber ein gemeiner Schlag von ihm. Na gut, wir haben ja bei dem Feuerdämon keinen einzigen Trank verbraucht. Da ist das jetzt auch kein Problem, hier mal einen zu nutzen. So, du darfst wieder dich deinem Liegen preisgeben. Das sind aber wirklich einige von den Biestern, oder? Große Titanitscherbe. Das ist schon besser, schon eher, was ich brauche. Hallo du. Wollen wir ein bisschen spielen? Ich kann ihn sogar backstabben, ist ja nice. Ach, du altes kleines Ding, du. Du hast doch keine Chance. Oh, da ist noch einer. Ups. Hallo. Sei doch nicht so ungestüm, ich komm doch schon zu dir. So, der andere nochmal. 1, 2, 3. Und du nochmal. Na komm.
Ich weiß doch, dass du es willst. 1, 2, 1, 2. La 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 la. Okay, das war einfach. Noch mehr? Ach Gott, schon, wie viele sind denn das? Vielleicht hätte man den Dämon auch hier runterlocken können, um die alle platt zu machen oder so. Oder dass die den platt machen, je nachdem, wie man da Lust drauf hat. Die sind auch wirklich löchig hier. Oh, ich war zu langsam. Upsi. So, auch wieder erledigt. Und der letzte nochmal. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn aus der Mitte noch einer kommt. Zack, erledigt. Und 1, 2 und wieder erledigt. Große Seele eines namenlosen Toten. So, der wird jetzt wieder aufstehen hier. Das müsste dann aber wirklich der letzte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Komm schon. Zack, und auch wieder erledigt. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Was war das? Ich habe übrigens gar nicht drauf geachtet, wie viele Seelen ich jetzt für diesen Feuerdämonen bekommen habe. Hätte mich eigentlich mal interessiert. Ich habe wieder vergessen aufzupassen. Ist hier wieder so eine Kugel? Also Leute, jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn dieser Gang keine Falle ist, dann habe ich noch nie Dark Souls gespielt. Hä? Ein Leuchtfeuer? Ich habe noch nie Dark Souls gespielt, Leute. Ich habe noch nie Dark Souls gespielt. Feuer entzündet, sehr gut. Ich möchte mich aber jetzt eigentlich gar nicht dran ausruhen. Was ist denn das hier? Das muss doch eine Falle sein, oder? Augenbinde des alten Weisen und Hexenring. Okay. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Ich bin zwar diese Brücke darunter geklettert, habe jetzt hier ein neues Feuer entzündet, weiß allerdings nicht, was sich oberhalb dieser Hängebrücke noch befindet. Und da möchte ich eigentlich nochmal nachschauen. Das machen wir jetzt. Juhu. Und ja, ansonsten bin ich echt begeistert. Das hat gut geklappt. Ich bin zwar in der letzten Folge einmal dämlich gestorben, aber was soll's. Das ist nun mal Dark Souls und wer da nicht dämlich stirbt, der stirbt schlau? Keine Ahnung. Der hat irgendwie zu viel drauf. Ich weiß auch nicht. Man muss ab und zu mal sterben, finde ich, bei dem Spiel. Das gehört dazu. So. Ach, es ist immer noch schweinewarm bei mir. Ich schmelze wie ein Stück Butter in der Sonne. Und da oben geht's weiter, wie es aussieht. Toll, woher weiß ich denn, wo ich jetzt lang muss? Also da drüben sind die Gegner, die ich da so ein bisschen zurückgelassen habe. Versucht unten. Ich habe jetzt dort unten auf jeden Fall ein Feuer freigeschalten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und hier oben ist es zu eventuell. Der wahre Kampf beginnt. Skelett voraus. Oh, Leute, ernsthaft? Will ich das? Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Was ich übrigens auch nicht weiß, ist, was passiert, wenn ich jetzt... Ah ja, die Frage habe ich mir gerade beantwortet. Wenn ich jetzt das Feuer nicht gefunden hätte und gestorben wäre. Wie wäre ich dann hier wieder rübergekommen? Aber wahrscheinlich von hier irgendwie, oder? Da unten sind übrigens noch mehr Gegenstände. Wie komme ich denn da ganz runter? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht könnte ich mal runterspringen. Das sieht aus wie Wasser, obwohl der steht da drin. Wie komme ich denn da runter? Na, wir schauen mal. Vielleicht finde ich da gerade noch einen Weg. Bevor ich jetzt, ich glaube, hier oben ist ein Boss und gegen diesen, was auch immer für ein Boss, irgendwas mit Skelett scheint zu sein. Bevor ich gegen den kämpfe, würde ich eigentlich gerne nochmal meine Tränke auffüllen, weil mit 4 Tränken gegen einen neuen Boss, das kann nicht so wirklich gut gehen. Wie komme ich denn hier runter? Gibt es da irgendeinen Weg? Vielleicht muss ich, wenn ich an dem Feuer vorbeigehe oder so. Also hier scheint es jetzt nicht wirklich runter zu gehen. Ich könnte jetzt zwar springen, aber das wäre ja dämlich, ne? Ich versuche jetzt mal, ich erkunde erstmal hier die Gegend. Hier unten jetzt bei dem Leuchtfeuer, das ich gerade freigeschalten habe. Und dann versuche ich mal entsprechend dort vielleicht noch die ganzen Gegenstände aufzusammeln. Um dann später oben gegen diesen merkwürdigen, ominösen Boss zu spielen. Naja. So, also hier runter ans Leuchtfeuer und dann wird sich erstmal ganz kurz zurückgelehnt. Die Entspannung der Muskeln ist auch mal wichtig. Und vor allem, boah, mir ist so warm, ich muss ein bisschen abkühlen. Okay, reisen. Ja, wir können eigentlich gleich mal reisen. Ich mache jetzt folgendes, das, was ich euch schon angekündigt habe. Ich reise mal ganz kurz zum Feuerbandstein. Verwaiste Gruft und Katakomben von Karthus. Kathedrale, Katakomben. Ja, wir werden mal schauen. Es gibt dann irgendwann noch eine Möglichkeit, diesen Quest mit unserem guten alten Sigward weiterzutreiben. Da müsste ich mich dann aber nach der Aufnahme, jetzt werde ich mich dann nochmal ein kleines bisschen informieren, wo es da weitergeht, was ich zu tun habe und so weiter und so weiter. Und dann schauen wir mal. Bevor ich jetzt irgendein Level abmache, möchte ich gerne nochmal zum Schmied. Dort mal schauen, ob ich irgendwas verbessern kann. Hallo. Naja. Kann ich meine Estus-Flakon verstärken? Nee, ne? Okay, nee, ich dachte schon. Hätte mich jetzt auch gewundert. Waffen verstärken. So, hier brauchen wir Funkeltitaniten, das haben wir nicht. Ich könnte trotzdem den Speer verbessern. Auf plus 5 könnte ich ihn machen. Ah, gar nicht dumm. Gar nicht dumm. Ich würde, wie gesagt, gern mit beiden kämpfen. 1200, das mache ich jetzt einfach. Wisst ihr was, das mache ich einfach. So,
Okay. Und je nach Gegner werde ich dann mit Speer oder mit Schwert kämpfen. Deswegen werde ich jetzt auch... Ja, ja. Habe ich noch Pfeile eigentlich? Moment, mal eben nachschauen. Pfeile? Ist das Bolzen? Was ist denn damit? Ja, Pfeile haben wir noch. Ja, ich werde es mal versuchen, noch ein Level zu machen. Und zwar einmal die Belastbarkeit hoch. Aufsteigen. So, Belastbarkeit um eins hoch. Ja, das mag jetzt für den einen oder anderen von euch ein bisschen dämlich erscheinen. Ist es im Prinzip auch. Aber, naja, wir machen das jetzt einfach. Jo, 4900 Seelen sind übrig. Und jetzt kann ich nämlich endlich... Oh, ist das schön, wenn ich das machen kann. Hier legen wir erstmal den Stab hin, also den Speer. Und jetzt hier den Bogen noch. Und ich bin bei 69%. Und ich kann jetzt einfach so machen, um meine Waffe zu wechseln. Upsala, das war die falsche Taste. Muss ich zwar mal durchschalten, ne, zwischen den dreien, aber so ist es okay. Ach Gott, das ist für mich, ja, das mag jetzt doof klingen, das mag vielleicht wirklich Verschwendung sein, aber für mich ist das ein Luxus, den ich mir jetzt einfach mal gönnen möchte. Genau, so, Leuchtfeuerstufe 4, habe ich nicht irgendwie so einen Splitter gefunden? Ja, sauber. So, Leuchtfeuerstufe 5, mehr haben wir nicht. Jetzt könnte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rangehe, müsste jetzt 5 da stehen und dann müssten auch meine Essensverkommens bis 5 werden, oder? Nee, Ach, dann weiß ich es auch nicht, was soll es. So, zurück in die verwaiste Gruft. Oh yeah. Ja, ich frage mich, wie ich mit meinem Feuerspeer mich wohl so geschlagen hätte gegen diesen Feuerdämon. Allerdings finde ich es auch nicht so schlimm, wenn ich das nicht herausfinde. So, von da kamen wir und jetzt geht's mal hier weiter und ich hoffe mal, dass ich dann irgendwie unten in diesem Becken lande. Dass ich irgendwie unten in diesem Becken herauskomme, um dort mal noch die ganzen Sachen einzusammeln und die ganzen Biester platt zu machen. Ja, das habe ich doch gemeint. Schwelender See. Ist es das? Ich denke schon, oder? Geräusche? Hallo, ich bin's, der Rikus. Hä? Was zur Hölle? Was schießen die denn da oben? Also ich werde mich jetzt einfach mal ganz kurz hier rausstellen. Weil ich es mal sehen will. Ah, da oben ist so eine Art... Ach du Scheiße, das sind Balliste. Okay. Man sieht sie jetzt auch ganz gut fliegen. Eieiei. Also, ich vermute jetzt Folgendes. Ich vermute jetzt mit recht hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich erstmal oben gegen den Boss kämpfen muss. Alles andere wäre für mich ein bisschen fraglich, denn möglicherweise ist es ja so, wenn ich jetzt gegen den Boss kämpfe, dass dann durchaus vielleicht, man weiß es nicht, dieses Ballist deaktiviert wird. Könnte ich mir gut vorstellen. Das würde zu Dark Souls passen. Kommen die jetzt alle wieder, die Skelette? Ja. Gut, ich sehe schon, die Skelette sind alle wieder da, aber ich werde sie einfach durchrennen. Denn das wäre ein bisschen doof, jetzt gegen die ganzen Skelette nochmal kämpfen zu müssen. Nein, 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 nein. So, was erwartet uns da oben? Ich bin echt ein bisschen gespannt, ob jetzt der nächste Boss auf uns lauert. Es liest zumindest den Anschein. Ernsthaft? Ach, die hängt wieder. Ach, okay. Ach Gott, ich dachte schon, ich komme jetzt nicht mehr da hoch. Die Hängebrücke ist wieder ausgefahren. Ah, jetzt muss ich wieder zurückrennen. Leute, Leute, Leute. Naja, alles halb so wild. La, 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 la. Ja, ich bin heute ein bisschen Spaziergang. Das war heute so mein Plan, dass wir heute mal ein bisschen spazieren gehen zusammen. Ich wollte euch halt also mal in einen wunderbaren Spaziergang durch verschiedene Grüfte leiten und entführen. Und ja, das war jetzt ein bisschen für den Arsch. Was soll's. So, gibt's keine Skelette? Hä? Nee, ne? Wollte ich schon sagen. Eigentlich ist es so, wenn man am Leuchtfeuer sitzt, kann man... Also verschwinden die Gegner. Gut, dann gehen wir jetzt hier oben hin. Das müsste es doch sein. Und dann könnte ich da entsprechend durchrennen. Und auf die Brücke wieder runterschlagen. Ein Langspeer mit sehr langem Griff für Stoßangriffe aus großer Distanz. Das ist unsere Pike. Nein, wir haben keine Pike. So, ja. Was steht denn da eigentlich? Mich hätte echt mal interessiert, wie ich da reinkomme eventuell. Oder war ich da schon mal? Könnte auch sein. Ach, egal. So, also. Zurück. Jetzt kommt wieder der rollende Knochenball. Gum, gum, Knochenballon. Nee, geht wirklich nicht. Hallo, du da. Komm wieder hoch. Komm schon. Komm zum Onkel. Ja, fein. Ja, fein. So. Wenn man sowas mal als Gegner haben könnte, das fände ich irgendwie lustig. Ach, die scheiß Ratten sind jetzt wieder hier, ne? Ich will nicht gegen die Ratten kämpfen.
Achso, Moment mal, ich kann einfach durchrennen. Ich muss gar nicht gegen die Ratten kämpfen. Ja, ich kann einfach hier durchrennen. So ist es. Genau, wir haben nämlich hier diesen Shortcut freigeschalten. Jetzt bin ich hier, wo die ganzen Skelettmassen sind. Und die werden jetzt wahrscheinlich auch alle aufstehen. Sobald ich hier bin. Oh ja, so ist es. Es ist wirklich so. So, wir werden jetzt diese Brücke wieder schlagen. Der eine hat es wieder geschafft, wie letztes Mal. Oh, ist noch nicht ganz kaputt. Jetzt aber. Okay. Huiuiui. Ich dachte schon. So, darf ich jetzt hier runter, bitte? Ja, und da unten ist dieser schwelende See, an dem wir gerade eben waren. Der nützt mir hier noch nichts. Achso, ich muss gar nicht runter. Ach, ich depp. Der scheint irgendwie von irgendwelchen Ballisten beschützt zu werden. Das ist ein Dreifachballist. Da möchte ich eigentlich ungern von, naja, beschossen werden. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Das sieht ja ein bisschen wie ein Bossraum aus. Hier steht auch, der wahre Kampf beginnt. Skelett voraus. Okay, öffnen wir das. Und ich werde wahrscheinlich wieder kläglich scheitern. So wie immer. Blutflecken? So viele Blutflecken? Nein, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Nein, bitte nicht. Bitte lass es nicht das große Skelett sein. Nein! Bitte nicht. Nein, nein, nein! Hallo? Ist das etwa Skelett? Wo denn? Versucht Arm. Giftgas voraus. Okay, ich berühren. Okay. Scheiße. Ist das das Skelett aus dem Trailer? Giftgas. Das ist das Giftgas, oder? Ja, dann schnell weg, oder? Ah! Renn, Junge, renn! Das ist sowas von geil gemacht. Alter Lachs. Wuhu! Geht gerade so die Muffe hier. Alter, ey. Was? Ich sehe einfach mal gar nichts. Oh, scheiße. Ich hab's genau gesehen. Oh, fuck. Hochfürst Wolnir. Wie soll ich denn den treffen? Alter, ist das geil. Alter, ist das episch. Epische Fuck-Scheiße. Komm schon. Schlag doch auf diese blöde Hand drauf. Okay, ich nehme den Speer. Sowas von. Eis? Nee, das ist Giftgas, oder? Scheiße, Junge, ist das geil, ey. Der krabbelt mir nach. Nicht ernsthaft, oder? Macht auch nicht mehr Schaden, wie es aussieht. Okay, ist es wieder Giftgas? Ja, sieht so aus, ne? Ah, nee, da hat irgendwelche Gegner beschworen. Shit. Okay. Das macht es natürlich jetzt gar nicht leichter hier. Gar nicht schwer. Er weiß schon. Und weg hier. Ich glaube, ich sollte mich auch nicht von diesen komischen Skeletten hier ablenken lassen. Ja, das mit dem Schwert ist besser. Ich glaube, das mit dem Schwert ist besser. Ich weiß nicht, ob das jetzt endlos hochgeht, wollte ich gerade sagen. Und in dem Moment bin ich an die Wand gekommen. Hallo, du da. Ach, stimmt ja, die stehen wieder auf. Ach Gottchen, ey. Ja, also das ist jetzt echt ein bisschen ätzend hier mit den Extra-Skeletten. Nerv mich nicht, Alter. So. Er ist wieder zurückgekrochen. Also, ich muss schon sagen, das Ding ist echt episch hier. Echt episch, sowas von. Nee, hey, geh gefälligst nicht in den Boden rein, du Arsch. Schon wieder ein Skelett. Was sagt denn der? What the fuck? Willst du mich verarschen? Soll das ein verdammtes Schwert sein? Oh. Na klar, wie geil. Junge, ey. Komm schon. Ich habe auch Angst, dass hier vielleicht irgendwann mal so ein Abgrund ist. Und man kann natürlich oft draufschlagen, ne? Das ist schon cool.
Alter, ey, ist das episch. Ich finde es einfach mal nur mega geil gerade. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor diesem Giftgasangriff. Ah, ne, es ist bloß das Beschwören wieder von den Skeletten, ne? Habe ich den Arm kaputt gemacht? Ja, okay, dann ist jetzt der zweite Arm dran, nehme ich an. Ich hätte ja wenigstens mal eine Glut fressen können vor dem Scheißkampf. Junge, ich bin so doof. Aber so richtig angreifen tut er gar nicht, oder? Jetzt kommt Giftgas, alles klar. Nein, nicht noch solche scheiß Roller. Also Räder, ihr wisst schon. Autsch. Junge, ihr seid doch krank. Jetzt mal ohne Scheiß. Das muss das sein. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist gerade ein bisschen unangenehm. Ja, es ist auch geil, wenn man sich so gar nicht mehr auf den Gegner konzentriert, sondern nur auf die kleinen Mistteile hier. Ach komm, jetzt nerv mich doch mal nicht. Hä? Kann ich die gar nicht treffen? Also, macht es gerade so ein bisschen den Anschein, als wären die unverwundbar. Ja, okay. Oh, haben wir das Schwert wieder. Alles klar. Wenn es weiter nichts ist, ja. Ist auch überhaupt kein Stress. Alter, ey. Den Rädern und dem Typ auszuweichen. Okay, ich habe ihn aber schon viel Schaden gemacht. Irgendwie. Zumindest. Hä? Ich mache keinen Schaden mehr, oder? Ich bin irgendwie verwirrt. Hallo? Ist da wer? Onkel Dolf? Oma Ralf? Ah doch, es geht. Mit dem Schaden. Alles klar. Trank rein. Komm schon. So. Der rutscht gerade runter irgendwie. Warum auch immer. Ich hab's geschafft. Hä? First try! Woo! Oh Gott, das war bloß eine Phase, oder? Oh, scheiße. Zu früh gefreut. Oder? Ich bin mega verwirrt. Also ohne Scheiß. Irgendwie, also ich weiß nicht, war der leicht? Aber wenn das jetzt wirklich das gewesen ist, dann ist es krass. Dann war der wirklich leicht. Also ich habe einen viel schwereren Kampf erwartet. Ich habe mir das Item nicht geholt, was da drin war übrigens, ne? Kann ich da nochmal rein? Irgendwie? Da war doch so ein Item gleich am Anfang. Das habe ich aber nicht genommen, weil ich den Typ schon gesehen habe. Diese Hand von ihm. Scheiße! Also eins muss ich echt sagen, das war mega, mega episch. Seele des Hochfürsten wollen hier. Okay. Versucht Arm. Giftgas voraus. So, dann hätten wir gleich ein Leuchtfeuer. Wunderbar. Das entzünden wir und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, der Kampf war geil, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.